Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniroll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir hier auf dem Weg zum Tempel gegangen, wo wir ja Artorius begegnen. Und ja, auf dem Weg dahin haben wir Zavet getroffen, auch bekannt aus Zesteria. Und ja, der hat uns geholfen, hier die Barriere kaputt zu machen. Und jetzt können wir da in den Tempel rein und gucken wir mal, was uns da noch erwartet. Ich spiele im Moment auf den Schwierigkeitsgrad hoch, weil warum nicht? Und ich habe auf Screen einen Abstecher nach Logres und Dingens gemacht. Saxon. Und geguckt, ob die da neue Sachen zu verkaufen haben. Haben sie nicht. Total Zeitverschwendung und gehen wir mal rein. Und Magido macht schon. Oh Gott, was war das? Macht schon so Geräusche, dass das irgendwie nicht gut ist. Oh Gott. Ich glaube, hoch ist ein bisschen zu hoch. Oh Gott. Ja, okay. Okay, ist gut. Ihr seid aber unfair. Geht eben jetzt nur auf die Liga. Ich glaube, wir waren im Einkampf, ey. Nein, nein. Vergaß, Eisen ist der mit dem niedrigsten Abwehr. Nein. Ja, gut. Mir ist aufgefallen, ich habe bis jetzt noch eine Funktion noch nicht eingesetzt. Das war die, ja, ja. Die Auswechslung habe ich noch nie eingesetzt. Sollte ich vielleicht mal machen. Die muss ich ja auch einsetzen, um Titel und so freizuschalten. Die machen nur so, ich dachte, da kommt spektakuläres, muss ich sagen, wenn die eingewechselt werden. Die Macheros, Kalzitstiefel, so, das war schwer. Was ist das? Die Macheros, ist schon Stufe 2. Krieg, der hat schon 5000 Kriegsarzt benutzt. Ich habe nur Beutesachen hier ausgerüstet, ne, aber nützt nichts, wenn dann alles Sachen sind, die ich noch nicht. Ich sollte vielleicht mal anderen Steuern außer Magie bauen. Vielleicht mal auch nur starke Gegner, mit denen wir hier die Wege gekreuzt haben. Vielleicht läuft das hier besser. Hey, komm her. Komm her. Boah. Sieht nur ein Angriff aus. Was immer ich den jetzt hab hier, ne? Hey, der Angriff kommt mir bekannt vor. Oha. Ja, da kann ich auch machen, genau. Mittendrin aufwechseln, wenn die betäubt sind. Ich höre die Macht des Minecraft. Der Minecraft-Karte, was ich gemacht. Magilo hat auch eine Heilkreisfähigkeit. Okay, wie Zirkel oder irgendwie dort. Ja, genau die. Danke, Magilo. Und ja, oh Gott, was machst du denn da? Und ja, das ist so die Massenheilung-Fähigkeit natürlich. Oh, ich bin voll verwirrt gerade. Okay, Eisen, gut. So, wie sieht's denn erfahrungsmäßig aus? 119. Ja, die Kämpfe sind jetzt deutlich schwieriger. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt oder nicht, aber so einen gewissen Punkt gefällt mir das, aber ist vielleicht nicht so gut. Was da ist. Ich setze jetzt Magie ein, komm mal her. Ich den Zauber ein, ja. Dann habt ihr alle Dinger verloren, ey. Nein, jetzt. Weg klein. Warum geht das nicht, weil du verbrannt bist? Nein. Was mache ich eigentlich? Nicht von der Verbrennung, ja, einfach.
Habe ich immer noch nicht einwechseln. Oh mein Gott. Da war Lapis Set. Nein. Warum kann ich nicht zu Dingens wechseln? Oh, das hat nicht viel geheilt. Ich glaube, hoch ist ein bisschen zu hoch, ja. Dann wird so einen bestimmten Punkt macht mir richtig Bock hier. Weißt du, ob dieser eine Balken unter Magilo? Ja, nicht gefällt. Schattenschreit rennen. Ah, okay. Noch ein Kochlevel, sehr gut. So, kann ich wieder wechseln. Was haben wir denn? Ach ja, ein Rezept. Auf plus 10%. Ach, er hat auch noch nicht. Soll ich so weiterspielen? Guck mal, wie stark die so sind. Jeder Kampf so schwer, weiß ich nicht, ob mir gefällt. So könnte ich ja mehr Gegner hier irgendwie eine Stelle hier locken. Wie Schaden macht ihr mir? Oh, ihr macht mir auch genug Schaden, ja, okay. So wie dazu. So. Ihr seid schon so stark. Oh Gott. Oh, tut sich Magilo ein bisschen heilen? Weiß aber nicht. Ich habe vergessen, wie man. Was die Voraussetzung ist, dass die Gegner ihr, man den Charakter wechselt. Oh, Jess. Meiner. Boom, sag ich doch. Oh, was ist das? Komm schon, flicke männliche Kämpfer. Brenneransturm. Fokus plus 8. Gehen wir mal ihm. Ja. Okay, 8 Minuten. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Ich will auf den höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Aber das wird vielleicht nicht so gut, aber so wird man jetzt ein Spiel. Mir macht das Spiel einfach nur Spaß, wenn so richtig schwer ist. Tut mir leid. Vielleicht nicht so eine dolle Idee. Also. Ach, deswegen sind da so Dinger. Komische Gebiete auf der Karte. Jetzt voll unter ihren Bücherrock gucken. Sie hat Bücher als einen Rock. Weil sie ist Magilo. Sie braucht keinen normalen Rock. Sie trägt Bücher. Wenn ich schon auf einen höheren Schwierigkeitsgrad spielen sollte, ich vielleicht gucken mit der Ausrüstung. Ja, oh, das ist mehr Magieangriff. Bitte, du brauchst mehr Angriffskraft. Du auch Angriffskraft. Ne? Ja, komm, bei dir, du hast eigentlich keine Probleme zu überleben. Ne? Soll vielleicht einige Dinge aufleveln, das wäre vielleicht auch eine gute Idee gewesen. Ich denke mir mal, das ist voll Verschwendung. Flammenwehr, das ist doch mal genau was ich brauche gerade. Wer nimmt das denn? Mehr Magieangriffskraft. Bei dir dauert noch ein bisschen, ne? Nimm du was.
Ich hoffe, Wirkung von Verbrennungen bedeutet wahrscheinlich, entweder bin ich nicht mehr so lange verbrannt oder Wahrscheinlichkeit wird gesehen, dass ich verbrannt werde. Oder? Ich hoffe es jedenfalls. Lief ich aber nicht nett. Aber gegen die Kleinen hier. Verdammt. Was zum? Jo, haben wir? So riesige Kreise waren denn das, ey. Rot. Mein Gott, was zum? Komm mal her. Zero Kada. Haku. Au, au. Hilfe, Hilfe. Was ist das? Bist nicht. Du. Das hat irgendwas mit Magie stoppen zu tun, glaube ich. Meine Heiler haben ganz schön Probleme, am Leben zu bleiben. Mein Magier. Hat gerade ich glaube jetzt auswechseln lassen von alleine. Ist mir auf den Arm. Ja, vielleicht halt nicht so schlecht eigentlich. Oh mein. Oh Gott. Die ist irgendwie der größte Schadensausteil hier in der Gruppe. Oh, ich habe mit ihm noch. Ja. Ich sollte mit ihm vielleicht mal Sachen hier ausrüsten. Sturz. Boah, dafür. Das erstmal. Da müsste ich irgendwie mal kurz in ein Ballonspiel gehen. Ich tue eigentlich da immer die ganzen Angriffe hier so optimieren. Mal sehen, was so zur Steuerung und so passt. Habe ich mit Magelo auch gemacht. Ich habe den Heilmitteltrank direkt wieder bekommen. Wenigstens Erfahrungspunkte, wie blöd. Nein, habe ich glaube ich so ein ja, so einen Schalter wieder gesehen. Boah. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich schmeiß da runter. Ah. Oh nein, nicht mit. Ich dachte, ich wäre Rokuro. Hat irgendwie was hier auf eine Brücke zu kämpfen. Kann man jemand Battle on the Big Bridge irgendwie abspielen? Nein. Wir machen die Kämpfe jetzt 1000-mal mehr Bock. Auch wenn wir jetzt voll schwierig sind. Also zu spät. Außerdem kann ich jetzt Auswechslung, die Auswechselmechanik ein bisschen öfter einsetzen, habe ich so für. Wahrscheinlich voll anstrengend hier wieder zuzuschauen, weil ich wieder so kryptisch hier spiele, aber lasst mich. Doch, was ich will, ist mein Projekt. Nicht so, als würden sich viele Leute beschweren über irgendwas. Jawohl, Magilo, gib uns mehr Loot. Uff.
Oh Mann. Wo ist unser Loot? Zack. Das ist zu spät eigentlich. Ja, nur die Viecher sind nicht schwer, ne? Und warum hat sich das Ding jetzt sein? Wie macht man was? Dempsey Roll. Wie habe ich das jetzt geändert, dass Velvet irgendwie nach rechts gegangen ist? Was habe ich da gemacht? Spätestens wenn der erste Boss hier auftaucht auf den höheren Schwierigkeitsgrad, dann kriege ich wahrscheinlich Probleme, ne? Irgendwie so gemacht hat, Velvets Porträt sich nach rechts bewegt hat. Ich würde gerne wissen, wie. Muss ich mir noch mal angucken unter Hilfe oder so. Ja, wo wir stehen. Okay. Auf der linken Seite war noch so ein Ding, wo man hochklettern konnte, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir haben das Ding ein bisschen geöffnet. Nein, okay, ich dachte, ihr würdet mir jetzt wieder hier so sagen. Du hast ja noch nie irgendwie so ein Spiel gespielt. Wo ich gehe jetzt extra darum. Naja, Ratten, gegen euch kämpfe ich. Ach, da kann man auch runter, ausgezeichnet. Joink. Ach, hier kann man eine Leiter runterlassen, oder? Joink. Yay. Autsch. So, ich wollte schon sagen, was für eine Staubwolke. Dinger sollte ich mich auch mal irgendwann kümmern. Warum ist denn das Viech ein bisschen größer oder bilde ich mir mal ein? Wie gibt es denn unterschiedlichen Größen? Krass. Neue Rattenviecher, gegen euch möchte ich kämpfen. Nicht, wenn du direkt hinter mir bist. Boah, jetzt kriege ich kein günstiges Treffen. Ey. Und das ist noch ein dicker. So, wie habe ich das gemacht? Das Velvet. Was? Ein Ding wird verbraucht, okay. Autsch. Bist nicht. Bist nicht. Bist nicht. Autsch. Oh Gott. Ja, komm her. Na. Oh. Los, bist mich, ey. Verpiss dich. Hilf mir mal jemand, der hat mich geht auf den Nerven. Aha. Hey, du gehst wieder auf mich. Oh Gott. Aber wie kann ich das machen, dass sie... Ich will das Velvet. Mein Gott, ey, warum ist das so kryptisch hier? Ja.
Oh nee. Komm her, du. Die Chance ging nicht. Irgendwie nicht, ne? Oh man, ich hab einen viel. Naja. Wäre doch geil, wenn ich den. Was? Wie viel Schaden habe ich den? Oder was? Nein. Weg von mir. Ja, ich will das die ganze Zeit ansammeln, ne? Du. Ich kann ihn nicht einwechseln. Oh, Leute. Ach, Ding ist auch kaputt. Super. Hey, wie ist denn das schon wieder passiert, ey? Nein, Mann. Oh, das darf jetzt einfach nicht wahr sein. Weg hier. Weg hier. Ich hatte ihn doch schon halb erledigt. Also Rokuro kämpft mit ihm hier im Zweikampf. Ja. Ja, lass mich hier weg. Oh. Er hat voll gebracht. Geil, danke. Ey, willst du mich verarschen? Ey. Ich hab doch noch Magilo. Boah. Oh, wisst ihr, wie lange jetzt her, dass ich gespeichert habe? Boah, Junge. Ich wollte doch abhauen, Mann. Leck mich am. Na gut, boah. Hey, warum musst du jetzt ausgerechnet so Mistviech auftauchen, ey? Vor allem, ich habe ihn so gut wie erledigt, ne? Und dann geht es schon wieder bergab. In einem Moment. So, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde... Ja. Hier. Die Seite noch hier öffnen, ich ein paar Viecher fertig machen, einfach nur so, weil ich jetzt das abbauen muss. Und dann werden wir, werde ich auf Speeden hier die andere Seite mal wieder machen, weil falls ich das hier noch schaffe, wir mal schauen. Ich werde jedenfalls nichts auf Speed machen, wie uns auch immer. Vielleicht hier ein Level hochleveln. Hi, ja. Sehr gut, wer war das? Ich oder nein? Cheers. Jetzt hier noch schnell machen die Seite auf. Das nächste Mal werden wir noch mal auf die rechte Seite hochgehen und das Ding aufmachen. Bis dahin werde ich wahrscheinlich Level oder so gelevelt haben. Mal schauen. Ich wollte ja auf hoch spielen. Ich wollte ja auch. Da kommt natürlich so ein blödes Vieh. Ich habe es auch geschafft, hier alles zu erledigen. Aber nein, da kommt wieder so ein großes Viech und ich kann nicht rechtzeitig wegrennen. Obwohl es so aussah, als hätte ich ihn irgendwie in meinen Griff gehabt. Also weil wir gehen noch mal auf zur anderen Seite, machen direkt auch auf. Ja, Magilo schneller. Oh, das ärgert mich.
Flammenwehr, yay. Wer hat halt noch mal vorhin, du, ne? Weg. Mein Gott, ist das viel schnell. Danke. Aua. Das ist alle verbannt direkt. Boah, das ist jetzt auch nur ein Ding. Alle haben nur ein SG, willst du mich auf den Arm nehmen? Boah. Alter, warum sind denn alle verbrannt von denen? Boah, einer muss natürlich immer auf mich losgehen. Piss dich. Ja, piss dich. Ja, wird wohl ein bisschen Training angesagt sein. Was ich ja so oder so mache, aber... Ich glaube, ich spreche damit Gegner zu Zauber ab, ne? Aber du hast ein paar SG, dann bist du auch ein. Oh, das kann ich mehr fahren. Ah. Ja, die Viecher zu bekämpfen sind ein bisschen nervig, finde ich. Also kaputt, Rokoro. Wow. Jetzt werde ich ein bisschen neu ausgezogen. Nein. Nein! Oh. Alter! Komm rein, alle verbannt. Nein. F this shit, I'm out. Die wird mich auch einholen, ne? Ugh. Kotzwirk, Speichel, Dreck, bleh. Hey, warum sind denn hier nur die Viecher? Ich war noch ein Level up mit Magilo, also komm her. Was? Sehen wir als Zauberaufsauger. Warum wird mir das jetzt erst gesagt? Während der Bereitschaft oder eine Kombo gedrückt halten, um Zauberaufsauger zu aktivieren. Die Kombo, die auf Angriff voll kann nicht abgewehrt werden. Dann habe ich alle Gegner, die gerade einen Zauber wirken. Und also wird das Mana der unterbrochenen Art. Was? Okay, das absorbierte Mana wird in der gelben Anzeige links neben A. Ah. Wenn Magilo gesteuert wird, sobald genug Mana gesteuert wurde, entfesselt Magilo einen Gegenzauber. Ja, davon müsstest du mal zaubern. Dafür ist also die Anzeige da. Schon die ganze Zeit gefragt, was das sein soll. Was ist das? Oh, schon verdammter Dreck. Schon nichts schlimmer als Gegner gegen einige Angriffe. Ja, wieder eingesaugt, ja. Ja, aber sehr niedrig, ja, sehr langsam auffüllen. Und so tut es gerade nicht auffüllen, verdammt. Aua. Ich muss sagen, Roku, willst du auf mich losgehen? Da sollst du wieder auf mich losgegangen, Alter. Kochlevel, nächster. Oh, nee. Nein. Ja, tut sich auch in den nächsten Kämpfen überleiten. Ich will hier wegrennen, verdammt. Eisene Sch...
Eisen ist schon tot, ey. Wie sind das schon wieder passiert? Eisen. Eisen, einer Peter, wirst du schon schaffen. Ja, wenn wir diese Dinge da in der nächsten Folge kaputt machen. So, wenn sich jetzt alle Dinger hier schließen oder... Ne, immer noch die. Okay. Den Zauber Blutmund, den hat man letztens noch nicht gelernt, ne? So, dann werde ich wahrscheinlich hier ein bisschen trainieren, ne? So ein bisschen, weil ich vor auch die Phrase kriege. Ein bisschen Ausrüstung hier trainieren, hochleveln, Titel farmen und alles drum und dran. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria, wo ich dann hoffentlich ein bisschen stärker geworden bin. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. War sehr schön.